Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück. Schoko live. So, in der letzten Folge haben wir ein Blumenbeet gemacht. Da habe ich festgestellt, dass man die Blümchen weg ausgraben kann. Und wieder woanders dahin setzen kann. Und, jetzt haben wir oben ein kleines Blumenbeet, wo wir alle Blümchen beieinander haben. Und wir nicht immer durch die komplette Map rennen müssen, um alles zu sammeln, sondern praktisch alles auf einem Fleck haben. Oh, hier, glaube ich, brauchen wir auch noch... Oh ja, hier brauchen wir auch noch ein paar Lichter. Ah ja, stimmt. Da muss ich das erst wieder aufrüsten. So, gehen wir mal einen Stock weiter runter. Für Le Kupfer. Falls welches vorhanden ist, natürlich. Jawohl, da haben wir schon welches. Und das ist, glaube ich, Eisen. Das nehmen wir auch mit. Ich glaube, Steine und so haben wir genug. Aber so die Metalle, glaube ich, macht Sinn mitzunehmen. Oh, guck mal, es ist da oben auch. Ach nee, das ist das Gold, ne? Ja, ich dachte schon, das wäre wieder zurück. Zurück ist, es wäre wieder respawned oder so, dachte ich erst. Oh, aber normalerweise, wir müssten eigentlich alles kaputt hauen, weil wir brauchen ja die Kohle. Und die Kohle ist ja nur in dem normalen Zeug, glaube ich, drin. Das heißt, wir müssen eigentlich alles kaputt hauen, was wir finden. Das müssen wir halt ausnutzen, dass wir halt jeden Tag da Sachen knüppeln können. Tut mir zwar leid, es dauert halt immer ein bisschen, aber das gehört halt auch mit dazu, ne? So wie bei Minecraft halt auch, wenn man Materialien farmt oder so, das gehört halt leider alles mit zu. Und dann nochmal Kupfer. Und guck mal, hier in dem Kupfer war jetzt auch Kohle drin, ne? Ich bin nur gespannt, weil ich frage mich halt gerade, warum habe ich das auf Kupfer aufgerüstet, wenn der im Grunde eigentlich genauso viel Schläge braucht wie vorher. Oder ist das weniger? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, habe ich vorher 5 oder 4 gebraucht. Weil ich glaube, jetzt brauche ich 4 überall. Und vorher kann es vielleicht sein, dass das 5 Schläge immer waren. Das heißt, wenn wir sie dann auf Eisen oder Stahl oder was das ist, dann aufrüsten, könnte es nur noch 3 Schläge sein, weil weniger Energie brauchen macht keinen Sinn, weil es kostet ja keine Energie. Wir haben ja hier praktisch unendlich Energie. Das ist ja praktisch ein Animal Crossing und kein Harvest Moon, wo man halt eine Energieleiste noch hat. Und, das ist halt was anderes, ne? Und es ist auch ganz gut, dass wir keine Energie brauchen, wenn ich bedenke, was wir hier alles am Arbeiten sind. Auf jeden Fall, hier oben brauchen wir noch eine Lampe. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Lampe. Komme ich schon gar nicht mehr richtig hin. Ja, ich habe es noch gekriegt. Also hier oben müssen wir noch ein Lämpchen aufstellen. Und bei den ganzen Ecken, wo es auch noch ein bisschen zu dunkel ist, müssen wir auf jeden Fall auch noch eine hinstellen. Ich würde ganz gerne hier noch eine hinstellen, weil das so ein bisschen irritierend ist. Ach, das ist wieder das Gold gewesen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch eine hinstellen. Da oben muss noch eine hin. Und hier hinten muss noch die eine hin. Halt, warte. Ich kann mich ja porten. So, einmal zur kleinen Mine. Da haben wir ja auch noch genug Steine, wo potenziell Kohle drin sein kann. Und solange wir die Steine in unserem
Schränkchen noch stapeln können. Können wir die Steine aufheben? Oh, schön. Ja, gib mir viel Kohle. Die werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Alleine um Stahl und Kupferbarren herzustellen, brauche ich ja, glaube ich, Kohle. Und irgendwann, wenn wir hier mit der Mine komplett durch sind, machen wir hier auch noch Licht. Weil ich finde das hier auch immer so ein bisschen irritierend, dass es hier genauso dunkel ist, man aber kein Licht braucht. So, gut, das war's. Ach, guck, da haben wir noch was. Den nehmen wir auch noch mit. Das müsste der letzte sein. Und dann haben wir es fertig. Und wir gehen wieder zurück zur Wiese und reden dann mal mit unserem Benjaminium. Zwecks der Aufgabe, die er hat. Wie schön aufgeräumt hier jetzt auf einmal ist. Benjaminium, oder wir gucken mal auf unserem Anschlagbrett, ob die schon was hingesetzt haben oder ob das dauert. Ja, ich glaube, das kommt erst ab morgen. Hi! Folge mir. Oh. Okay. Der hat also gar nichts. Wo ist denn der Benjaminio? Ah, nee, der war, glaube ich, war da nicht hier mit unten irgendwo mit bei? Ich glaube, das hier müsste es gewesen sein. Mal gucken, ob er zu Hause ist. Wahrscheinlich nicht. Oh doch, hi. Was willst du von mir? Ich habe ein Problem. Ich lasse beim Fernsehen ständig meine Snacks fallen. Und die sind nicht billig, weißt du? Und ich hasse es, dass ich danach alles putzen muss. Wenn ich einen Tisch hätte, habe ich mir gedacht, dann hätte ich etwas, wo ich sie hinlegen könnte. Das bedeutet weniger Unordnung, weniger Putzen und mehr Zeit zum Fernsehen. Was meinst du? Könntest du mir doch einen Tisch machen, oder? Klar. Danke. Fein. Gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, wir haben ja, glaube ich, schon ein Rezept oder einen Bauplan. Ich würde hier ganz gerne eigentlich... Warte mal kurz. Ja, hier haben wir ja so ein schönes Lagerfeuer. Kann ich dich auch drehen? Umschalten. Nee. Irgendwo, wo du halt echt nicht im Weg bist. Ne? Du bist halt echt überall im Weg. Kann ich dich nicht auch irgendwie in die Stadt stellen? Geht das nicht auch? Weil hier... wäre halt wieder, dass man hier zum Angeln reingeht, ne? Oder halt hier irgendwo in die Ecke. Hier wäre, glaube ich, auch gut. Was, Unkraut? Oh nein! Jetzt. Das habe ich erst gar nicht gesehen, das Unkraut. So was! Frechheit! So, da gehen wir jetzt erstmal unser Gelumpe wegbringen. Und dann einen Tisch bauen. Jetzt baue ich nur noch eine Werkbank für draußen. So wie bei Animal Crossing auch. Zurzeit nicht verfügbar. Der Entwurfstisch wurde um eine neue Taste ergänzt. Mit dieser kannst du einen... Leute, lasst mich das doch selber wegdrücken. Hier siehst du Baupläne. Sie ordnen Gegenstände, Regeln und Verhaltensweisen zu. Auf einem Stuhl kann beispielsweise gesessen werden. Jetzt wollen wir allerdings einen neuen Tisch herstellen. Tisch. Ach, ich muss jetzt selber einen Tisch bauen. Ich kann nicht einfach hergehen, so, baue einen Tisch. Sondern ich muss jetzt selber einen Tisch bauen.
Wie beim Benutzerdefinierten kannst du das Entwurfswerkzeug auch dazu nutzen, einen Entwurf aus Teilen zu erstellen. Wende deine erlernten Fähigkeiten an, um einen Tisch zu bauen. Oh Gott. Zeug hinzufügen. Tischbeine. Moment so. Okay, stell mal das Tischbein erstmal auf den Boden. Nee, das ist hoch und runter. Das ist so ein bisschen blöd, ne? Anstatt dass ich hier einfach über das komplette Ding gehen kann, muss ich das Tischbein halt immer erst einzeln hinsetzen, um es dann halt irgendwie bewegen zu können. Und ich habe halt auch absolut keine Ahnung. Ich habe leider halt auch absolut keine Ahnung von den Größenverhältnissen jetzt hier gerade. Ne? Am Ende baue ich hier einen Tisch. Am Ende baue ich hier einen Tisch von 30 Millionen Metern Durchmesser. Der überhaupt nicht in irgendein Haus passt, weißt du? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe halt auch überhaupt keine Referenz. Man sieht halt auch überhaupt nicht, wie hoch oder wie breit irgendetwas ist. Das fällt halt wirklich erst dann auf, wenn du das mal so ein bisschen rumbewegst. Und du dann halt siehst, oh hoppla, das ist ja zur Hälfte im Boden versunken. Das macht's halt echt schwer, mit dem Ding zu arbeiten. Weißt du, die hängen eigentlich alle in der Luft. Deswegen, das Tool ist echt geil, aber ich glaube, ich werde das nur extrem selten mal nutzen, weil mir das einfach zu kompliziert ist. So, fertig. Da ist ein Tisch. Oh, dieser Tisch sieht fantastisch aus. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, wie es noch mehr Spaß machen könnte, Sachen herzustellen. Oh nein. Ja, wäre es nicht ein Spaß, wenn wir andere Formen und Materialien beim Entwerfen benutzen? Oh Gott. Okay, also ich habe eine neue Abteilung für diese Dinge in meinen Laden angelegt. Man kann jetzt Einzelteilpackungen kaufen. Das sind Packungen mit unterschiedlichen Teilen oder Formen, die du bei deinen Entwürfen benutzen kannst. Formen nehmen ein Material wie Holz oder Metall, das du entworfen hast und ermöglichen dir, dieses Material in einer bestimmten Form in einen Entwurf einzufügen. Bis jetzt hast du einfache Holzteile verwendet, für die man die Holzbrettressource benötigt. Aber es gibt Einzelteilpackungen, die lauter verschiedene Materialien beinhalten. Wenn du eine Einzelteilpackung in meinem Laden kaufst, ist sie das nächste Mal verfügbar, wenn du den Entwurfstisch benutzt. Wenn du genügend Materialien hast, kannst du Formen aus dieser Einzelteilpackung in deinem Entwurf einfügen. Geil. Stell dir nur all die tollen Entwürfe vor, die du jetzt machen kannst, weil du mehr als nur normale Bretter benutzen kannst. Wie dem auch sei, rede mit mir, wenn du dir das ansehen willst. Ich sage das ist ein super geiles Tool, aber es ist so, ich weiß nicht. Warum sollte ich denn einen Tisch entwerfen, bei dem die Beine in den Boden reinragen? Ich meine, man kann bei diesen Tischbeinen ja die Größe schon von alleine verändern. Wenn es dann heißen würde, ah ja, ne, ich hätte gerne einen niedrigeren Tisch, dann muss ich halt die Beine ein bisschen in den Boden reinmachen, dass er niedriger ist. Okay.
Aber ich kann ja die Beine auch so länger und kürzer machen oder drehen oder keine Ahnung was. Und es ist halt unfassbar, dass diese Sachen durch den Boden durchgehen. Und ich da praktisch keine Referenz habe, wann Schluss ist und wann der auf dem Boden aufsteht, dass das halt alles gleich wird. Das ist halt echt doof, muss ich gestehen. Aber ansonsten ist dieses Tool echt super. Und ich glaube, dieses Tool würde Dragomir extrem gefallen. So, Teilpaar. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, da kann ich Muscheln kaufen. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich es gekauft. Das wollte ich nicht. Ich wollte es mir eigentlich angucken. Ach du Scheiße. Ich habe Angst. Ach, das ist das Dunkelholz. Da haben wir Metalle. Ach, du großer Gott. Ach, das ist aus Baumstümpfen. Geil. Kann man ein paar Kissen? Oh mein warum tut ihr mir das an? Huch, aus Früchten? Wie cool. Oh, das sind Edelsteine. Das ist wahrscheinlich ein Diamant. Hier haben wir die hier mal jede Menge Zahlen. Weihnachten. Noch mehr Weihnachten. Da haben wir auch wieder Edelsteine. Muscheln. Oh Mann. Ich habe Angst davor. Ich habe richtig Angst davor. Okay, Dankeschön. Oh Gott. Ich muss kurz was trinken, Sekunde. So, Beni. Benjaminium. Hoffentlich ist er noch daheim. Ja. Guck mal, ich habe deinen Tisch. Wie läuft? Wie läuft? Wie läuft's? Dein Tisch, kannst du ihn zu Hause platzieren. Kann ich machen. Danke, bitte. Tschüss, mein Sonnenbrand. So. Nein, hier. So, ein Tisch. Ein wunderschöner kleiner Tisch. Sieht eigentlich süß aus, der Tisch. Sieht eigentlich echt süß aus. So, fertig. Hast du einen guten Tisch? Hast du einen guten Platz gefunden? Ja. Dankeschön. Das wird mir so viel Zeit sparen. Weniger Snacks wegputzen, mehr Fernsehen. Yay. Bitte, tschüss. So, und Poa hat jetzt auch eine Bitte. Hi. Ich habe vor kurzem gelesen, dass frische Luft dazu führt, dass die Geschmacksnerven anders auf Aromen reagieren. Ist das nicht erstaunlich? Krass. Ja, ne? Also habe ich mir gedacht, ich probiere das aus. Und da ist mir aufgefallen, dass wir überhaupt keine netten Plätze haben, um im Freien zu essen. Wir brauchen echt eine gute Picknickbank, dachte ich mir. Also habe ich eine bestellt. Sie ist aber ein bisschen langweilig. Meinst du, du könntest sie neu lackieren? Ich habe mich ein bisschen über Farben schlau gemacht, die man beim Essen um sich haben sollte, und die Farbe schon gekauft. Du brauchst sie nur mehr zur Werkstatt bringen und ihr einen neuen Anstrich verpassen. Das ist alles so aufregend. Du kannst das für mich machen, stimmt's? Klar. Supi, danke. Okay. Ich hoffe, da hat mir jetzt alles in die Tasche gesteckt. So, Entwurfstisch. Ich denke mal hier. Hier. Anpassen. Du kannst jetzt Teile auch färben. Öffne das Menü Zeug hinzufügen, um zu beginnen. Klicke auf die Farbetasten ganz unten. Errungenschaft. Schalte alle Entwurfswerkzeugfunktionen frei. Oh Gott sei Dank, wir haben alles freigeschaltet. Oh Gott sei Dank. So, blau. Wähle aus, welches Teil du streichen willst. Oh nein. Und ich muss jetzt alles einzeln streichen. Dein Ernst? Ich muss das jetzt. Ah, nee, ich dachte schon. Ach so, ich habe das weggedrückt, weil ich auf eine andere Taste geklickt habe.
So. Ist jetzt alles? Ach Gott sei Dank, das wird dann, da wird dann so ein Teil wird komplett gestrichen und nicht nur von einer Farbe und nicht nur von einer Seite. Ein Glück. So, fertig. Ein Glück. So, bitte. Ah, wie läuft's mit der Bank? Fertig. Oh, das ist aufregend. Wenn du sie irgendwo platzieren kannst, hole ich mein Notizbuch und dann kann ich mein Geschmacksexperiment beginnen. Okay, ich weiß auch, glaube ich, schon, wo wir sie hinstellen können. Oben zwischen den Blümchen. Zwischen den gepflückten Blümchen. Hier kann man das, glaube ich, hier bietet sich das an. Hier bietet sich später vielleicht noch ein Häuschen an. Mal gucken. Da. Viel Spaß. Huch. Besitze 10 von Benutzern entworfene Objekte in deinem Haus. Ich habe einen Schrank in meinem Haus und das habe ich gekauft. Meine Geschmacksknospen sind bereit. Die Picknickbank ist aufgestellt. Ich glaube, es ist Zeit, mit meinem Freiluft-Geschmacksexperiment loszulegen. Oh, Moment, wo habe ich meinen Stift hin? Oh nein. Nur ja, danke. Ich gebe dir Bescheid, wie es läuft. Okay, vielen Dank. Und ich gehe schlafen. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Okay, das war gar nicht mein Haus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Also, tschüss.